Willkommen zurück zu Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. Wir sind hier immer noch im Booster Tower, allerdings haben wir jetzt die Spitze fast erklommen. Hier muss Booster irgendwo versteckt sein. Immerhin ist hier seine komische Spielzeugkiste und auch der Käfer, den die Sniffets entführt haben. Was hat Booster mit dem Käfer vor? Was für kranke Sachen hat er mit Peach überhaupt vor? Und wo ist Peach? Ich meine, sie war zuletzt auf dem Balkon. Ach, vielleicht ist er schon mit ihr über sieben Berge. Wer weiß das schon. Wir werden jetzt auf jeden Fall weitergehen und wahrscheinlich auf Booster treffen. Nichts wie los. Ja, sie ist da. Oh ja, Mario. Mario. Du bist gekommen, um mich zu retten. Ich war so einsam und allein. Ja, ja, Mama Mia, du warst doch nicht alleine. Booster war doch da. Der hat doch mit dir Spaß gehabt, habe ich gehört. Ja, aber er war scheiße im Bett. Und, naja, sowieso viel zu crazy. Jetzt bist du ja da. Mama Mia, du gibst mir eben immer nur ein Küsschen, ne? Ja, egal. Aber die Tür geht nicht auf. Wir brauchen wohl Booster, um sie zu öffnen. Was sollen wir tun? Oh mein Gott, der Typ hat an alles gedacht. Goddammit. Jetzt kommt er auch noch. Oh mein Gott, wir müssen uns verstecken oder so. Was sollen wir nun tun? Booster kommt zurück, oder? Ich weiß, versteck dich und warte, bis er die Tür öffnet. Genau. Aber wo sollen wir uns nur verstecken? Einfach hinter dem Vorhang. Hoffentlich öffnet er ihn nicht und guckt auch nicht darunter, denn man sieht ganz deutlich Marios Schuh. Kannst du hinter dem Vorhängen herumgehen? Hä? Kannst hier, ach, hier hinter dem Vorhängen herumgehen, stand da wahrscheinlich. Versteck dich vor Booster und seinen Sniffets. Jetzt müssen wir nicht hier immer seinen Blicken ausweichen, was so sagen darf. Beziehungsweise, die gucken jetzt ein paar Vorhänge, glaube ich, nach. Irgendwie so war das. Boss, sollten wir uns nicht auf das Mädchen konzentrieren? Achso, es geht. Ich muss was drücken. Oh, gut. Wer meint, dass ich das erste Mädchen in meinem Leben heiraten soll? Nun, lauter! Zu einer Heirat gehört eine richtige Party! Eine Party? Wir hatten doch nie eine. Könnte Spaß machen, also, das ist Party. Man trinkt Punsch und isst Kuchen und säuft. Bis ins Koma. Punsch trinken, Kuchen essen, bis ins Koma saufen. Klick, kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Gehen wir doch mal durch. Zeit, die Heirat zu proben. Oh mein Gott. Jetzt ist er wieder mal crazy drauf. Beginnen wir mit der Zeremonie. Geh mit ihr den Gang entlang. Bringe sie mal jemand zum Lächeln. Oh mein Gott. Warte. Ihr taucht uns immer Mario auf und ruiniert alles. Das müssen wir mit einbeziehen, wisst ihr? Holt doch mal jemand die Mario-Puppe. Oh, also weg von der Mario-Puppe. Gehen wir mal am Rand. Oh, 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 oh. Schließlich da. Oh, da oben, ihr Vollhonks. Das ist hier. Ihr würdet kein Wasser finden, wenn ihr Fische wärt. Sie sind in der Vorhang. Nummer 1. Sieh nach. Oh mein Gott. Jetzt beginnt nicht so ein kleines Minispiel. Wir müssen jetzt immer ausweichen. Wir müssen immer uns verstecken. Halt da sein, wo der Sniffet gerade nicht ist. Und es wird immer schwieriger und schwieriger und schwieriger. Aber einmal failed, muss man, glaube ich, alles wieder von vorne machen. Und da habe ich einen privaten Song öfters gefailed. Chill dein Leben. Ah, ab in der Ecke hier wieder. Und der sieht doch, wo ich bin, ey. So wie der gerade abgeht. Nein, hier ist sie nicht. Dreckskack. Hast du dich bei eBay nicht reingesetzt letztens, Booster? Spaß, Schnauze! Ich will meine Mario-Puppe nicht verlieren, die Idioten! Nur zu du suchst auch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, und der... Die machen das jetzt hier gemeinsam! Das wusste ich nicht mehr! Ist ja mega schwierig! Wow, 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 bleib da schon bloß stehen, Mario! Angerempelt haben sie sich. Oh, holy crap, aber ist witzig. Wow, wow, es geht weiter, es geht weiter. Okay. Boom. Alter. Nein, die haben mich doch... Oh. Epic.
Nein, sie sind nicht hier. Die Puppe ist nicht hier, meine ich. Ja, wir können nicht aufgehen. Sie muss irgendwo hier sein. Ey, wie oft wollen die Vorhänge noch nachschauen? Wir haben doch jeden Vorhang schon mal nachgeguckt. Die Puppe wird jetzt hier nicht aus nichts da einfach auftauchen. Der Typ kann so nicht denken. Die muss da trotzdem irgendwo sein. Ihr habt nicht richtig gesucht. Auch in der Ecke nachgucken. Du bist dran. Nummer 3. Ja, jetzt mit 3 Leuten. Wir haben nur einen Punkt, wo wir hin dürfen. Das heißt, man geht immer in die Mitte und chillt sein Leben. Und dann passiert meistens das, wenn Mario nicht schnell genug ist, passiert das. Hey Leute, wenn jeder sieht sie vorhin, habe ich immer wieder zu viel Joints geraucht. Schauen wir bis dann nochmal nach, oder was meint ihr? Ja, und jetzt geht es halt wieder ganz von vorne los, bis ich es mal irgendwann in 500 Jahren geschafft habe. Oh mein Gott, und das ist so lame am Anfang. Ja, aber wenn da echt 3 sind, ultra schwierig, Freunde. Weil der Mario einfach zu lahmarschig ist. Aber ich kann hier auch schneller rennen, merke ich gerade. Das benutze ich sonst nie. Das ist mein Problem. Na doch, eigentlich benutze ich das sogar mal. Ja, ja, hier ist er nicht. Wir wissen das. So. Jetzt wieder mit 2. Together forever. Wow, das war knapp. Weiß gar nicht aktuell, wo ich stehe. Okay. Die rempelt sich an. Okay. Haben die immer das gleiche Muster? Ich weiß jetzt gar nicht. So, jetzt. Ach so. Ich dachte jetzt. Ja, doch. Ich glaube, die machen immer wieder die gleichen Vorgänge. Wow, ich kratze mich gerade und dann. Sowas hier. Okay. So, jetzt wird's wieder krank. Also, das erste ist eigentlich ziemlich einfach, aber jetzt. Jetzt ist es wirklich schwer. Okay, Concentration. Haha! Boah! Boah! Ich wollte gerade sagen, voll gedisst, voll ausgetrickst. Und da haben sie mich selber ausgetrickst. Boah, was machen die denn jetzt? Die haben mich doch gar nicht gefunden. Ah, okay. Wartet mal. Das ist ein Verarschen. Achtung, jetzt komme ich. Und er findet uns. Wartet mal. Da oben ist sie. Ich habe die Mario-Puppe gefunden. Ja, aber auch Mario selbst. Und wir kommen nieder hoch. Oh, welche Betriebnis. Was mache ich nur? Ich werde sie verlieren. Ja. Oh, hat man ihn die Puppe weggenommen. Nicht weinen. So, da hast du. Im letzten Sprung kommst du schon runter. Dann auch bitteschön mal ein ordentliches Danke. Ne? Danke, du bist so nett. Du hast meine Puppe gerettet. Ich lohne dich dafür, hier, nimm es. Amulett erhalten, was ist das denn? Möge die Fröhlichkeit dir überall hin folgen. Erkennt er uns gar nicht oder was ist mit dem los? Ja, der Typ ist so bekifft, ich sag's ja. Okay, genug ist genug. Können wir endlich mal aufzuproben. Das Passwort ist... Simmer. Ja. Schönes Passwort. Muss ich dir schon mal sagen, ne? Echt. So, ich habe einen privaten Song gar nicht gemerkt, weil ich mich da einfach Mario genannt habe. Und warum guckte der uns immer so an? Aha, ich habe die Mario-Puppe, ich bin cool. Die Mario-Action-Puppe, auch in ihren Laden. Ja, ich habe auch so eine Mario-Puppe. Allerdings hat mein Mario einen roten Hosenträger und ein blaues T-Shirt. Es ist andersrum, es ist so ein Fake Mario, ich mal auf dem Flohmarkt gefunden, aber trotzdem cool. Kurz Savey. Nicht, dass es abstürzt oder alles umsonst wäre. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, weil wir das Spiel geschafft haben, habe ich das beim privaten Zocken nicht geschafft. LOL. Ich habe das beim privaten Zocken nicht geschafft und da musste ich gegen Booster kämpfen. Okay, der Kampf gegen Booster war nicht gar nicht so einfach. Aber dafür habe ich, glaube ich, nicht das Amulett bekommen. Was ist jetzt besser? Naja, was soll's. Hier sind wieder 2 von der Smithy Gang. Einmal Messerschmidt. Halt! Du hast all das auf dich genommen, um herzukommen. Also warte mal.
Also wenn ihr da öfters failt, dann müsst ihr gegen Boost antreten und der hat wirklich einiges auf dem Kasten. Boah, wir sind angeschwächt. Jetzt ist natürlich die Frage, wen schalten wir zuerst aus? Ich glaube, seine Ische da, Messerschmidts Ische, weil Baum, weil es wahrscheinlich so eine Magierin ist, der Joker. Und die halten in der Regel immer weniger aus und haben stärkere Moves drauf, deswegen sollte man sich zuerst um die kümmern, behaupte ich jetzt mal einfach so. Schätz schon, die hat ja auch schon so eine Magiermütze auf. Yeah, 136 Schaden. So sieht das ja gut aus. So. Können jetzt entweder den Psychopath machen, die Gegner zu scannen, aber ich mach den Schocker. Los, Mello. Hol den Blitz runter. 154. Das war sehr effektiv oder so. So, Bowser, Terror drauf. Schwächt, glaube ich, der Angriff der Gegner auch. So. Steuerkreuz rotieren. Und ein riesiger Boo kommt. Das ist Big Boo aus Super Mario 64. Und macht nicht allzu viel Schaden, aber der Angriff von den Gegnern wird ein bisschen geschwächt. Echolot, was das denn wieder für Mist? Was ist das? Ah, ich glaube, dann kriegt Mello so ein X, ne? Das heißt, Mello kann keine speziellen Angriffe mehr nutzen. Okay, Bowser kann's. Ja. Bowser kann's ruhig attackieren. Der hat eh eine mordsmäßig geile Abwehr. Und das stört ihn dann eher weniger. Ja, wenn eben so ein Spezialangriff so effektiv war auf den Joker, warum dann nicht eine Superflamme? Also, nicht sie los, Mario! Yes, komm schon! Yeah, wieso geht das manchmal nicht? Ich drück doch wie wilder... Feuerresistenz! Und Blitzschwäche. Goddammit, wusste ich ja nicht. Jetzt haben wir zu wenig Blütenpunkte, ich will jetzt nichts mehr opfern. Wenn die Attacke von Bowser halt so viel weggenommen hat. Nee, ich werde jetzt nichts mehr opfern, nur für die Heilung. Boah, der normale Angriff. 145 Schaden. Was ist los mit dir, Bowser? Geht hier richtig ab. Und auch er kriegt einen Echolot. Aber ist nicht so schlimm. Denn er benutzt eh keinen Spezialangriff mehr. Hey, das ist echt ein Mann. Mit Pink. Okay, die beiden sind gay. Okay, das sind zwei Gays von Smithy Gang. Warum nicht? Offiziell zwei Gay-Lords. Gott. Dann muss ich die aber auch anders sprechen. Nee, das ist der Mann, das passt schon. Komm, Bruder. Machen wir sie fertig. Jetzt. Ja, das ist der Obergay-Lord. Wow! Die machen jetzt so eine spezielle Kampfformation. Erinnere mich an die Koopa-Brüder aus Paper Mario 1. Die hatten ja auch so eine spezielle Kampfformation am Ende. Und haben da richtig viel Schaden gemacht. Ja, hier wäre vielleicht was anderes besser gewesen. Fällt mir gerade auf. Ich hätte ja ruhig mal diese Attacke machen können, die auf alle Gegner geht. 180, epic. Boah, die sind aber stark. Okay. Yes! Sie konnten ihren Spezialmove nicht mehr ausführen. So lobe ich mir das. Jetzt Messerschmidt nur alleine. Der hat ja eh nichts drauf. Okay. Kann schon einen Spezialmove machen, der ein bisschen mehr Schaden macht, aber ganz im Ernst. Die richtig fiesen Sachen hatte wohl der Joker drauf. Er ist halt der physische Angreifer. Der, ihr seht schon, ich hatte recht mit meiner Theorie. Es ist halt so ein Nahkämpfer und deswegen hält er auch mehr aus. Wer viel RPG spielt, weiß das. Dass die Magier immer squishy sind und dass die Kämpfer mehr aushalten und auch nicht ganz so viel Schaden dann austeilen. Habe ich richtig predicted und da bin ich jetzt ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Knabber, 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 102. Ah, der Kampf ist sehr einfach, hatte ich damals aber auch keine Probleme bei. Hammer Time für dich. Ja, schon geschafft. Ganz billiger Kampf. Kampf gegen Booster war schwieriger. Schade, dass ich euch das nicht zeigen kann. Müsst ihr beim anderen Let's Player schauen. Dafür haben wir jetzt das Amulett. Erfahrungspunkte 30. Das ist viel. Münzen 25. Trotzdem kein Level Up. Was geht denn? Und Mario Geronimo. Aber er lebt. Er springt vom mordsmäßig hohen Turm und überlebt. Ist klar, ne? Und Booster haut ab mit Peach. Lass mich bitte gehen. Lass mich. Bitte. Bitte, bitte. Okay. Wollen Sie meine Braut hin? Ein Facepalm für die Quote. Wie dumm ist der Typ eigentlich?
Ich will auch Versteck spielen. Ich will nichts mit dir spielen. Das ist eigentlich so gemein. Nun, wir beeilen uns besser. Ein leckerer Kuchen wartet auf uns, nachdem wir den Berg erklommen haben. Ich hasse den PS3-Controller. Kommst du immer auf die Safe-State-Taste? Gehen wir endlich. Nein, ich will dich nicht heiraten. Lass mich. Und Sex will ich auch mit dir nicht. Und natürlich im richtigen Moment, Mario ist wieder da. Hilfe, bitte Hilfe, Mario. Ah, Mario. Das war nicht mit eingeplant. Mario, du bist nicht zur Hochzeit eingeladen. Wir müssen sowieso erst noch ein bisschen proben. Ich hätte gerne zur Kapelle, aber... Komm, ja, weg in den Weg. Achso. Bereit. Oh, da sind die Sniffits. Es gibt schon wieder Minispiel. Das ist der Boosterberg. Möchtest du eine Erklärung dazu? Für wen hältst du mich? Ja, nee, brauchen wir schon. Du kannst dich nur nach links und rechts bewegen und springen. Vorwärts und rückwärts bewegen ist nicht möglich. Ja, wie soll ich da vorankommen? Wie soll ich ihn einholen, du Spast? Wenn du Sniffits oder Fässer berührst, fällst du zurück. Oh mein Gott. Achso, die Sniffits, die preschen auch nach vorne. Oh mein Gott. Fies. Springst du auf die Fässer oder auf die Sniffits? Sprintest du voran? Ah, so geht das also. Mhm. Wenn du Toadstool erreichst, gewinnst du Blumen. Blumen? Das heißt, ich... Ah, kann ich meinen Blindenpunkt erhöhen. Cool. Auf die Plätze, fertig, los! Alright, nur nach links und rechts, okay. Wer geht nach vorne? So. Ja, da haben wir sie schon. Aber Booster schleudert uns wieder zurück. Goddammit. Das erinnert mich so ein bisschen an Donkey Kong Arcade Game. Mario springt über Fässer und auf Fässer, echt wie das Arcade Game. Sind wir wieder fast bei Toadstool, aber er legt uns an zu. Er entwischt uns. Booster ist bald über alle sieben Berge. Fuck, 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 fuck. Yeah, voll wieder nach vorne geprescht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ich merke, es immer zu spät, aber hat trotzdem noch gereicht. Yeah. Und wieder eine Blume. Oh, yeah. Jetzt habe ich es langsam drauf. Merkt ihr das? Ah, Mann. Was? Kommt doch, ihr Sniffits. Kommt doch ruhig. Will euch benutzen. Ich will euch richtig ausnutzen. So ist Mario nicht drauf. Er nutzt andere aus. Jetzt seht ihr mal sein wahres Gesicht. Liebe Freunde der Nacht. Ah, und dann fail ich. Und dann ist alles vorbei. Ist noch nichts verloren. Er ist noch nicht ganz weg. Seht ihr? Wir holen schon wieder auf. Yeah. Yes! Damit haben wir schon wieder eine Blume bekommen. Also kann man natürlich seine Blütenpunkte schön erhöhen. Ich denke mal, das ist dafür gedacht. Holy crap. Boah, jetzt sind wir richtig gut gerade. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Aber irgendwann hat das hier ein Ende. Definitiv. Komm schon. Ja, wenn man auf die Sniffits springt, ist es immer am besten. Dann kommt man am weitesten voran. Los, komm her! Yeah! Und du auch noch. Komm schon, komm schon! Zeigt mir, was ihr könnt! Traut euch! Seid nicht so schüchtern, ihr seid doch keine Shy Guys! Und? Und? Ah, will nicht. Yes! Komm schon! Yes, wieder eine Blume. Wow, ich bin voll gut gerade. Ich lasse mich nicht trollen von euch und in dem Moment lasse ich mich trollen. Wieder mal so typisch. Und in dem Moment bin ich gleich down. Oh, jetzt mach doch keine Scheiße! Der ist gleich weg! Der ist gleich weg, der Sack! Jetzt mach doch keinen Scheiß! Oh, ich hab irgendwie wieder aufgeholt, warum auch immer. Boosters Ausdauer lässt nach oder was auch immer. Ist mir egal. Scheinen kurz vor Ende zu sein, die Sniffits sind bereits abgehängt. So, nur noch hier. Hindernisse ausweichen oder sonstiges. Aha. 5 Blumen erhalten! Cool. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt sind wir in... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt und vor allem, wo ist Booster hin? Ach, oh, da kommt jetzt das mega geile Kapitel. Mit der... Ah, ja! Oh, das war episch. Das war auch der mega geil. Das war meine Zweitlieblingsstelle im Spiel. Willkommen in Marymore! Ja, Mary heißt heiraten. Und rat mal, wo Booster mit Peach hin ist. In der Kapelle. Er will sie heiraten. Ja, der Booster, der ist ein bisschen offensiver in der Beziehung. Mario hat Peach 1000-mal gerettet, hat somit richtig was gut bei ihr, aber er traut sich gar nichts. Und Booster, er kennt Peach nicht, aber nimmt die erstmal mit und will sofort heiraten.
Dann geht er direkt zur Sache. Wir haben eine Hochzeitskapelle und ein Vier-Sterne-Hotel hier. Ich wünsche euch viel Spaß. Was? Ein Mann mit einem Gesicht wie das eines Totems? Wie könnte ich den vergessen? Diese hässliche Fresse. Er ist in der Kapelle mit irgend so einer Braut. So eine Blondine oder so. Na, Maria, das gibt's doch gar nicht, ey. Doch, bei Roller stimmt. Oh mein Gott. Schrecklich, 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 Freunde. Booster will tatsächlich Peach zu seiner Frau nehmen. Ich bin der beste Fotograf hier. Was ist ein Hochzeitsfoto? Ja, alleine nicht. Mario möchte Mario bestimmt nicht heiraten. Okay, ganz viele Leute. Hier haben wir ein Hotel und Itemladen vor allem. Mach ich kurz Save, nicht, dass es wieder abstürzt. Ach, Schatz. Bleiben wir bitte in der Suite, bitte. Dieser Ort ist für seinen tollen Service bekannt, vor allem in der Suite. Aber es ist so teuer. Und der kleine Stöpsel hier. Hallo, kann ich helfen? Und du? Kann ich Ihnen helfen? Jo, einkaufen und übernachten kann man ja. Also das Hotel und Itemland in einen. Und wir bekommen neue Items. Und wisst ihr, was dann so episch ist? Dass Bowser endlich mal was bekommt. Oh, Glückshemd, Glückshose, Glückspanzer. Bowser bekommt auf jeden Fall einen Glückspanzer. Noch eine bessere Abwehr. Magiering, was ist das denn? Damit gewinnst du ihr Herz. Auch interessant, nehme ich auf jeden Fall mit. Superpilz, Ahornsirup brauche ich nicht. Beißpanzer. Ist der besser als das, was er jetzt drin hat? Pistole für Gino. Superhammer. Ich weiß jetzt nicht, was das Beste ist, was wir jetzt gerade nehmen können. Ich kaufe jeden erstmal hier. Ich kaufe jeden erstmal eine neue Ausrüstung. Aber jetzt müssen wir uns entscheiden. Bowser hat ja schon was Neues bekommen, ne? Ist das für Mello? Mello bekommt auf jeden Fall was Neues, weil sie so wenig Schaden macht. Und jetzt können wir uns schon nichts mehr leisten. Okay, Anna, bin ich eigentlich noch relativ zufrieden. Wir haben halt so viel Geld für diesen Mist ausgegeben, ne? Naja, was soll man machen? Für diesen Kohlekeks, was im Endeffekt nichts gebracht hat. Ist es nicht richtig, dieser Ort ist der Himmel für Reiche und Berühmte. Und was hier drinne? Ein Bett. Mit einem schlafenden Tod. Ich bin so enttäuscht. Hier soll ein Casino sein, wo man dicke Kohle machen kann, aber ich finde es nicht. Existiert es überhaupt? Da vermute ich als neugieriger Spieler, dass die Entwickler hier ein Casino geplant hatten mit irgendeinem Minispiel, wo man zocken konnte, aber es nicht umgesetzt hatten oder es nicht umsetzen konnten. Und dieses Casino kam dann in Paper Mario 1. Reine Spekulation, aber könnte durchaus möglich sein. Hallo, kann ich helfen? Was ist das denn? Kinderarbeit ist doch verboten. Der arbeitet schon im Hotel? What the fuck? Vielleicht 8 Jahre und schon Hoteljob. LOL XD Roffelcopter. Naja, okay. Marymore. Ich weiß nicht, wie lang der Part ist. Auf jeden Fall gucke ich mal kurz. Was wäre eigentlich ein schönes... Schönes Moment. Schöner Moment zum Beenden. Ja, ist eigentlich okay. Ist ein bisschen zu kurz. Was weiß ich, 3 Minuten länger hätte schon gehen können, aber mein Gott. Deswegen werde ich jetzt hier nicht nur unnötig weiterspielen. Denn ich finde wirklich, dass es eine passende Stelle ist, um zu beenden. Wir werden im nächsten Part auf jeden Fall mal in die Kapelle uns stürzen und der Sache auf den Grund gehen. Und die Hochzeit wahrscheinlich noch verhindern. Naja, eine Hochzeit sollte sowieso eigentlich nie stattfinden. Ich meine, Herr Priester wird ja Peach auch fragen. Wollen Sie diesen hässlichen Booster, seinen komischen fetten Bart und seiner verrückten Art zum Mann nehmen? Und dann sagt sie ja, nein, nein. Und dann hat sich das ja eigentlich schon gegessen. Also was will der eigentlich? Naja, wir werden mal schauen, was da abgeht im nächsten Part, Freunde. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao und danke fürs Anschauen. Und nicht heulen. Wir hatten auch schon mal einen 35-Minuten-Part. Die Kanalisation.